naja, was heißt morgen? Es ist ja schon 12.20 Uhr oder sowas. Mega warm. Es ist echt unglaublich. Also es fühlt sich wirklich an wie Sommer. Es ist so, so schön. Und wir haben uns nochmal überlegt, natürlich diesen Ausflug zu machen. Das habe ich euch ja, glaube ich, gestern schon erzählt. Zur Dubai Mall und zum Burj Khalifa. Da haben wir einen Termin. Man muss dort wirklich reservieren. Und zwar wochenlang vorher im Internet, weil sonst wird das einfach nichts. Und wir haben den Termin um 19 Uhr. Man soll irgendwie eine Stunde vorher da sein. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Vorher schauen wir uns die Dubai Mall an und dann halt noch, ja, einfach die Gebäude, die da sind, und gehen ein bisschen spazieren, schauen wir mal. Und jetzt warten wir auf unseren Shuttle. Also wir fahren jetzt gerade mit diesem Shuttlebus über die Autobahn, und es gibt im Grunde genommen nur eine Autobahn mit so 6 Spuren auf jeder Seite natürlich, und diese Autobahn führt durch komplett Dubai. Also man kann sich theoretisch jetzt nicht großartig verfahren oder so, und dann gibt es halt so eine Art Landstraßen. Unser Hotel ist ja in der Wüste, mitten in der Wüste, also man muss wirklich erstmal minutenlang ja, über so eine Art Landstraße fahren. Links und rechts ist halt Sand. Sehr, sehr cool. Also sowas kennen wir ja nicht. Und wenn man dann aber schon ein bisschen näher hier, also ein bisschen auf dieser Autobahn unterwegs ist, dann fängt auch schon diese ganze Hochgebäude Geschichte an. Also hier hinter mir, also das sichtbar ist, sind halt noch so kleine Häuser und wahrscheinlich auch Wohnhäuser oder sowas und ganz viele Unternehmen. Also man sieht hier wirklich alles. Also hier sind Unternehmen ohne Ende. Es scheint wirklich so, ja, es scheint so zu sein, als wenn hier wirklich das Who is Who in Dubai irgendwie seinen Sitz hat. Sehr cool. Ich bin so gespannt auf die Innenstadt. Wirklich. Wir haben schon gestern ein bisschen was gesehen vom Weiten halt, als wir zu der Mall gefahren sind, aber jetzt bin ich wirklich mega gespannt. Da hinten wahrscheinlich irgendwie so ein TV-Sender oder sowas, und da fängt das auch schon an. Das ist hier übrigens so eine Metrostation. Davon gibt es auch ja, etliche. Sieht wirklich auch sehr, sehr, ja, krass aus, ne? So irgendwie ist alles sehr imposant. Möchte ich hier persönlich nicht. Schon heftig und ständig Unfälle und alles. Und ja, jetzt gehen wir erstmal schauen, die Dubai Mall angucken, und dann, wie gesagt, um 19 Uhr, um 18 Uhr müssen wir dann hoch zum Burj Khalifa. Ich sehe das gerade, das Gebäude, es scheint noch sehr weit weg zu sein.
Also wir sind zwar schon in dieser Mall, aber irgendwie ist das Gebäude so, es scheint so weit weg zu sein. Ich bin echt gespannt. So, bis gleich. Schaut mal, hier ist es. Es ist glaube ich noch extrem weit weg, aber es ist jetzt schon so mega groß. Man muss richtig hochgucken, um das überhaupt sehen zu können. Ich bin echt schockiert. Das ist echt extrem groß. Ich bin jetzt drin. Es ist unglaublich. Es sieht richtig cool aus. Es ist einfach irgendwie so dieser Aha-Effekt. Ich meine, ich war ja schon in vielen Shopping-Malls, aber hier hat man irgendwie wirklich so einen Aha-Effekt. Jetzt bin ich richtig geflasht, ich sehe das schon, das Aquarium, das Schwimmen einfach auch mitten in einer Shopping Mall, Leute, das gibt's nicht, das ist unglaublich. Es ist so gigantisch hoch, da oben übrigens, schaut euch das mal an, da ist ein Himmel mit Sternenhimmel und das Aquarium hier, das ist der Wahnsinn, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe ja ganz, ganz viel YouTube-Vlogs und alles geschaut, bevor wir hierher geflogen sind. Aber ich muss euch eins sagen, das sieht in Wirklichkeit viel, viel cooler aus als irgendwie, also das kann man mit der Kamera gar nicht einfangen. Oh mein Gott, ich bin voll geflasht. Reingehen, da sieht man auch Menschen, aber ja, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, was das kostet, ob sich das lohnt, weil man hat eigentlich nur hier diese Front wohl und halt den Tunnel. Schauen wir mal. Wie viele Bildschirme hier alleine sind. Diese, also es ist unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Das ist einfach unglaublich hier. Das ist viel cooler als das, wo wir gestern waren. Diese Emirates Mall ist kein Vergleich dazu. Und das ist hier so ein ja, orientalisch angehauchter Ort. Sehr, sehr cool. Ich liebe ja diesen Stil. Ich würde am liebsten irgendwie meine ganze Wohnung irgendwie so umbasteln. Aber ja, sehr, sehr schön hier. Schaut mal, wie wunderschön das hier ist. Das ist unglaublich und in der Mitte so ein kleiner Brunnen. Da sitzen jetzt Leute, deswegen kann ich jetzt nicht so filmen. Oh mein Gott, was für ein Sephora-Store. Schaut mal, ich habe mir das mal von Nahen angeguckt. Das ist tatsächlich aus Luftballons gemacht. Aus diesen Luftballons, aus denen so ja, für kleine Kinder so Tiere gemacht werden. Das ist ja gigantisch. Mega. Also hier steht es normal, das ist von einem Künstler, ja, halt einfach eine Skulptur. Sehr, sehr cool. Also wir haben jetzt so ein paar Geschäfte angeschaut und ja, ich wurde angesprochen, man darf nicht alles filmen, leider. Aber die Geschäfte, so wenn man durch diese ganzen Hallen geht, sehen eigentlich so aus wie ein normales deutsches Shopping Center, nur halt ein bisschen größer. Und dann gibt es halt so diese, ja, so schöne Sammelpunkte einfach, wo dann irgendwelche Skulpturen oder so sind. Und das ist richtig cool. Das ist so krass. Wir sind jetzt an dieser Eisfläche angekommen und man kann hier einfach so in der Mall Eis laufen. Das ist nicht krass? Das ist wieder so gigantisch groß, so gigantisch hoch und unglaublich. Und ein Stückchen weiter kann man dann diesen mega Wasserfall sehen und ja, einfach krass, ne? Mega groß, wieder die Decke total hoch und ja, einfach nur atemberaubend. Ist ja jetzt nicht so, als wenn ein Wasserfall reichen würde. Nein, hier ist natürlich alles viel größer. Wir haben natürlich zwei Wasserfälle.
Und das Krasse ist, das geht ja wirklich drumherum. Das habe ich gerade gar nicht so gesehen. Aber das ist ja wirklich so eine Halbkugel sozusagen. Und dann auf der anderen Seite der andere Wasserfall. Und hier geht das halt richtig tief runter. Bis ins Untergeschoss. Es ist so cool, ich habe jetzt etwas richtig Cooles gefunden, und zwar Schirme, die an der Decke hängen. Sieht sehr, sehr cool aus und auch wieder mal, ja, in Wirklichkeit einfach ganz anders und viel, viel besser. Ey, ich sag's euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, hierher zu kommen, fliegt nach Dubai. Cinnabon, und haben uns das hier nicht so bei diesen, dieses Cinnabon muss man unbedingt probieren, habe ich gehört, und deswegen haben wir uns 12 Stück jetzt zum Probieren gekauft. Ja, ich weiß, aber es ist halt Urlaub. Das ist so ein ganz, ganz warmer Teig, der ist total fluffig und das schmeckt richtig mega. Ich glaube auch sowas Geiles, also meine Cousine hat echt recht, sowas Geiles hat man echt noch nie gegessen. Ich kriege mich jetzt gerade gar nicht mehr ein. Es gibt hier wieder etwas, und zwar ist das eine komplette Area für Kinder mit, keine Ahnung, Spielplatz, irgendwie Geisterbahn und Spielzeug ohne Ende. Es ist so cool. Also, das ist der Wahnsinn. Also das hier hinter uns, das ist irgendwie so ein Virtual Reality Park mit The Walking Dead und so Attraktionen. Und man kann da halt spielen und irgendwie, weiß nicht, irgendwas damit machen. Das machen wir jetzt nicht, weil wir haben auch gar keine Zeit. Es ist ja bald 18 Uhr, wir müssen schon zum Burj Khalifa. Schaut mal, ein Pink Panther Shop, das passt voll so. Und es gibt natürlich auch ein Kino. Mhm. Aber natürlich nicht so klein, wie wir das kennen, sondern halt ein bisschen größer. Aber auch sehr, sehr cool. Und Ferrari, Merchandising und so weiter. Mein Gott. Oh, hier gibt es so viel zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie noch nicht alles gesehen haben. So, wir haben jetzt einmal die Mall verlassen. Wir waren auch schon beim Ticketschalter. Es lohnt sich echt. Also wenn man online bestellt hat, muss man wirklich ein paar Minuten, 30 Minuten vorher da sein, um sich dann das richtige Ticket zu holen. Jetzt stehe ich vor diesem Burj Khalifa. Es ist unglaublich. Man muss wirklich ganz hoch schauen, damit man etwas sieht. Weil das ist so mega hoch. Und ansonsten gibt es hier halt ganz viele Gebäude, die auch ziemlich cool aussehen. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe das Video in zwei Teile aufgeteilt. Morgen könnt ihr dann sehen, wie es auf dem Burj Khalifa war. Ich habe leider 50 Minuten gefilmt an diesem Tag und deswegen die beiden Videos aufgeteilt. Ich freue mich mega, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Also bis morgen. Tschüss.